Bodos Beste. Hier haben wir das gute Stück. Der Chef wird das gleich verkosten. Das ist eine Aktion, Marketing-Move von Lidl bzw. Orlando mit Tom Gerhardt, besser bekannt auch als Hausmeister Krause. Und ihr bekommt hier vier Packungen jeweils mit Huhn und Rind. Jeff bräuchte am Tag um die 2,7 Kilo von den Dingern, also zwei Packungen davon. Hier seht ihr, was da drin ist. Und das werden wir jetzt testen. Jeff, wo bist du? Dann machen wir mal das gute Stückchen auf. Das ist nicht das Futter, was Jeff normalerweise bekommt. Deswegen wird er auch sicherlich scharf darauf sein. Wir haben rechts das mit Huhn und das links mit Rind. So, Jeff, viel Spaß. Rind wohl die erste Wahl hier. Ich habe es ihm extra schwierig gemacht, dass er das... dass er das nicht gleich verschlingt. Er leckt das mehr aus. Er versucht das gar nicht, da irgendwie rauszuziehen. Ah, jetzt wird er gierig. Jetzt wird er gierig. Die Verpackung lässt er bitte liegen. Also das Huhn hat es ihm angetan. So ein Taktiker bist du. Erstmal alles außenrum wegschlotzen und das Mittelstück gönnen. Ja, die Taktik wird auch hier angewendet. Erstmal schön die Ränder ausschlotzen. Jetzt fuchst es ihn aber. Das ist zu weich, Chef. Das ist irgendwie so eine Pastete. Na, die kannst du da nicht so raushebeln. Lass die Verpackung liegen. Kannst auch deine Pfote nehmen, Chef. So. So, Chef, das sind die Verpackungen. Die brauchst du nicht essen. Da ist ja noch was drin. So, dann möchten wir uns verabschieden. Der Chef hat es probiert. Wie gesagt, ist ein cooler Move, ne? Aber das ist trotzdem nicht Jeffs Hauptnahrungsquelle. Das kleine Bonbon,